willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr seht, ist die Umgebung heute mal anders, weil ich dieses Set nicht drin machen durfte. Und wie ihr schon hört, es ist ein Set. Und zwar machen wir heute diese Kette hier selber. Ich glaube, ich gehe runter, weil da ist der Tisch größer. Und dann bis gleich. So, ich hoffe, hier ist es jetzt nicht zu dunkel, aber hier habe ich viel mehr Platz. Und es ist nicht überbeleuchtet. Also so sieht dieses Set hier aus. Entdecke den Stein für Kreative, Talkus, von Talkus. Das ist ein Herzsteinset, daraus kann man sich eine Kette machen. Talkus, das ist ein Speckstein. Speckstein ist der weichste Stein, den wir auf der Erde kennen. Ohne große Kraftanstrengung und ohne spezielles Werkzeug lässt er sich leicht und rasch bearbeiten. Ein hervorragender Werkstoff für plastische Gestalten, fertige aus dem Rohstein einzigartige Objekte und Schmuckgegenstände. Hier hinten ist, so wie es aussieht, auch eine Anleitung. Ameise, geh weg! Okay, Entschuldigung. Und ich würde sagen, es ist nicht unter 3 Jahren geeignet. 100% Naturprodukt und hier hat sogar den grünen Punkt. Das heißt, glaube ich, ich weiß nicht, was das heißt, aber ich würde sagen, wir packen es einfach mal aus. Hier ist das dabei. Glanzöl, damit es nachher schon glänzt. Dann ist hier der Speckstein und der ist wirklich richtig weich. Es fühlt sich voll schön an. Dann haben wir hier Schmirkelpapier. Einmal ganz klein, dann etwas gröber und hier dann ganz grob. Hier ist so ein Lederbändchen und hier die Anleitung. Und ich lese mir das jetzt mal durch, was man zuerst machen muss und so. Und dann sehen wir uns wieder. Okay, hier stehen zum einen mal die Schritte drauf, ein paar Informationen. Und hier steht dann, hier unten steht drauf, was als erstes ist. Und was gut ist, da steht nämlich immer die Farbe vom Schleifpapier. Also als erstes muss ich jetzt den Stein mit dem groben Schleifpapier bearbeiten und formen. Kleinere Steine können auch nur mit dem groben Schleifpapier bearbeitet werden. Okay, also dann. Das kann doch nicht richtig sein. Okay. Dann bearbeite ich diesen Stein jetzt mal. Okay, ich darf mal nachher meinen Bildschirm putzen, weil der jetzt extrem voll mit diesem Staub vom Speckstein ist. Aber jetzt habe ich ihn soweit bearbeitet mal. Also ich habe die Ecken hier abgeschliffen ein bisschen und ihn hier noch ein bisschen in Form gebracht, weil da waren ja vorher noch diese roten Linien. Und ja, dann gucke ich jetzt mal, wie es weitergeht. Okay, ich habe mir jetzt die gesamte Anleitung noch durchgelesen und man braucht nachher auch unter anderem noch ein Glas Wasser und ein Handtuch. Ich habe hier einfach jetzt ein Geschirrhandtuch genommen. Und als nächstes nimmt man hier das graue Schleifpapier und poliert damit nochmal die Oberfläche. Ich mache es jetzt mal so, dass ihr es auch sehen könnt. So. Huch. Und dann mache ich das auch schnell. So, okay, das ging jetzt wirklich schnell. Ich habe hier die Oberfläche sowie hier auch nochmal die Seiten poliert und dieser Stein ist jetzt richtig weich. Wenn nun kleine... Okay, ich lese mal vor. Wenn nun kleine tiefen Kratzer mehr sichtbar sind und eine gleichmäßige glatte Oberfläche erreicht ist, nimm ein flaches Gefäß, welches ca. 2 cm mit Wasser... Ernsthaft. Ein flaches Gefäß und 2 cm mit Wasser. Egal. Ich nehme jetzt einfach dieses Gefäß, lege hier ein bisschen die Folie rein, damit ich den Stein nachher besser rauskriege.
und leg ihn hier schnell ins Wasser. Dann steht hier weiter. Dann gib den Stein ins Wasser, wasche den Staub ab und poliere ihn mit dem schwarzen Wasserschleifpapier, den Stein so lange polieren, bis die Oberfläche wirklich glatt ist. Okay, also hier jetzt ich den Staub abwaschen und den Stein jetzt anscheinend nass mit dem Wasserschleifpapier polieren, bis die Oberfläche glatt ist. Ich mache auch noch mal die Seiten, weil die waren hier vor allem. Okay, also ich würde euch empfehlen, den Stein dann abzutrocknen. Andernfalls sieht es nachher so aus, aber wir hatten hier einen Wasserschleifschwamm und mit dem mache ich jetzt weiter. Aber den hatten wir zu Hause. Das heißt, ihr solltet euch lieber noch was besorgen oder damit rechnen, dass euer Papier sehr schnell so aussieht. Okay, ich habe es jetzt. Ich trockne es gerade richtig ab und ich schätze mal, perfekt ohne den kleinsten Mini-Riss geht's nicht wirklich. Aber ich bin wirklich zufrieden. Er ist richtig weich und schön glatt geworden. Ich zeige ihn euch auch gleich. So sieht er aus. Jetzt. Und jetzt steht in der Anleitung, soll ich hier etwas von diesem Glanzöl drauf geben und es mit meinen Fingern einmassieren. Und das nach Bedarf so oft machen, wie ich will. Dann. Also es ist wirklich ölig und vielleicht hätte ich die Kamera zuerst auf Pause machen sollen, bevor ich hier angefangen habe. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich trockne einfach kurz meinen Finger ab. Ich muss sagen, dieses Öl hier riecht richtig gut. Ich kann zwar nicht sagen nach was, aber es riecht gut. Okay, ich habe den Stein hier jetzt mehrmals eingeölt. Und in der Anleitung steht jetzt eigentlich, dass man fertig ist, aber diese Anleitung ist auch für so eine kleine Schale für Bonbons. Und zwar ja nicht dieser Bendel hier dabei gewesen. Den machen wir jetzt noch drumrum und dann haben wir hier unsere schöne Kette. So, hier war übrigens extra schon so ein Loch dafür drin. So. Nochmal schön einmassieren ein bisschen. Und fertig ist die Herzkette. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr dieses Set vielleicht auch habt oder was ihr noch für Videos sehen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!